Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. So, dale, gestern ist wieder ein bisschen länger geworden, weil der Schrinks wieder im Redeschwall war, wie immer. Aber immerhin haben wir das Inventar geleert, umsortiert. Ich habe einen zweiten Rucksack mit, wie ich es gesagt habe, wie ich es haben wollte. Und mir fällt jetzt nur noch eins auf. Ich sollte mir vielleicht noch einen Helm mitnehmen, weil dann habe ich komplett alles nochmal ausgerüstet. Beziehungsweise, naja, ich sag mal, für jeden Slot nochmal Ersatz mit, weil für die anderen Slots habe ich, glaube ich. Genau, nur der Helm fehlt. Bauen wir uns halt schnell einen Diamanthelm fertig aus. Und dann ist die Sache erledigt. So, Diamanten haben wir ja mittlerweile recht viele. Na, nicht, dass ich jemals viele haben wollte. Weil zu viele Diamanten, das wäre viel zu nützlich. Das will keiner, ne? Das Thema hat man schon. Von wegen hier, schön, dass du Diamanten abbaust und sie nicht aufsammelst. Habe ich gar nicht gemacht. Das war der andere. Naja, egal. So, Schokobo wieder geheilt, genau, bevor ich hier wieder irgendwie ins Verderben reite und dann gehen wir einfach wieder weiter. Ich würde sagen, wir gehen auch wieder in die Region zurück, weil ich denke mal, dass hier noch einiges, ja, sag ich mal, aufzudecken ist. Und vielleicht kriegen wir ja eines Tages doch mal den Redwood. Man weiß es ja nicht. So, nur nochmal kurz checken. Okay, die Türen sind zu, das ist gut. Das heißt, wenn ich wieder zurückkomme, besteht eine gewisse Chance, dass mein Haus noch da ist. Und dessen gesamter Inhalt natürlich. Ich habe relativ viele Zauberbücher gefunden. Die habe ich jetzt erstmal reingelegt. Ich gehe mal davon aus, dass man mit denen eben direkt verzaubern kann. Habe mich jetzt aber noch nicht eingelesen, weil logischerweise, ne, gleiche Aufnahmesession wie die letzten drei Folgen. Da habe ich jetzt einfach in einer Tour weitergemacht, nicht mal groß Pausen gemacht. Und, was ist denn das? Zombie, der gebrannt hat, oder wie? Das sah jetzt lustig aus von weitem. Sah ja auch erstmal aus, als wäre es was Größeres. Nein, das ist ein Meteor! Naja, aber ich habe so viel Meteoritenzeug. Bruchstücke heißen die, ne? Meteoritenerz klingt doof. Gibt's nicht. Ja, genau. Naja, in der letzten Folge habe ich viel geredet wieder über die Akzeptanz von Spielen allgemein in der Gesellschaft, die Haltung der Politik gegenüber deren und so. Ja, lässt zu wünschen übrig, ne? Ich meine, das Gaming etabliert sich immer mehr, gerade durch so Sachen wie Let's Plays und so, ne? Ich meine, der Gronkh ist gut dabei mit seinen Abonnenten, einer der beliebtesten deutschen Kanäle und ist mittlerweile auch den Leuten, die vielleicht nicht unbedingt so im Gaming drin sind, teilweise schon ein Begriff. Sagen natürlich viele, okay, das ist schön für den Gronkh, kann er sich freuen, aber ich finde, dass das auch ein allgemeiner Erfolg ist für die Gamer-Szene. Weil gerade bei uns in Europa, ich denke mal in den USA ist es ähnlich, ist es halt nicht so populär wie beispielsweise in Asien. Ne? Was ich zum Beispiel krass finde in Asien, also gerade in Südkorea sind sie da ja echt heavy drauf, ne? Deswegen heißt es ja immer hier, wenn einer richtig gut spielt, du bist ein kleiner Koreaner. Zumindest hat man das bei mir immer gesagt, ich sage das übrigens auch. Das ist dann praktisch der Ritterschlag. Ne, wenn man einen als Koreaner bezeichnet in Bezug auf Gaming, dann heißt es, Junge, du hast voll gerockt, du hast drauf. So. Was ich schon mal gesehen habe oder gehört habe, schon mehrfach gelesen habe auch, in irgendwelchen Artikeln, wie es halt so abgeht in anderen Ländern. Da wird beispielsweise, ich meine, das wird jetzt, da ich selber ziemlich viel League of Legends spiele zurzeit, sehe ich das natürlich immer wieder, dass gerade international viele Turniere eben laufen und dass da wirklich dann auch vor Live-Publikum teilweise gespielt wird. Ne? Die hocken dann in der Halle. Ne? Die ganzen Teams hier, 5 gegen 5, wie es halt so ist bei League of Legends. Die hocken dann so schön in einer Reihe, so ähnlich wie bei der Gamescom, wenn dann hier, was weiß ich, früher bei World of Warcraft war das so, ne? Da durfte dann hier die weltweit erfolgreichste Gilde ever, die immer alle Bosse als allererstes getötet hat und auch populär war, die hatten Sponsoring und alles Mögliche. Die haben, was weiß ich, gefühlt Tag und Nacht dann die Bosse angegangen und haben die dann auch immer als erstes geschafft. Die ersten Bosskills kamen meistens von dem. Nihilum hießen die. Und später, glaube ich, Ensidia. Wer WoW gespielt hat, dem ist das bestimmt noch ein Begriff. Also ich habe die Leute immer bewundert. Ich habe dann auch immer geguckt, was deren Paladine machen, weil ich war hier, ne, Paladin und so. Dann habe ich mich natürlich schon so ein bisschen an denen orientiert. Das waren dann schon Leute, wo zu denen man aufschauen konnte.
Ich hatte eine Weile lang im Kopf, mich bei denen zu bewerben, aber irgendwie habe ich es mir dann doch nie zugetraut. Und ja, wie ich ja schon gesagt habe, durch World of Warcraft habe ich gewisse Kontakte geknüpft, die ich natürlich nicht einfach so wegwerfen wollte, nur damit ich dann in irgendeiner Elite-Gilde hocke oder so und dann auch nicht glücklich werde. Aber ich schätze mal davon abgesehen, ich hätte es wahrscheinlich eh nie da reingeschafft. Also ich war vielleicht jetzt nicht schlecht in dem Spiel, weil, wie gesagt, jahrelang gezockt, aber ob ich wirklich auf Weltniveau gewesen wäre, weiß ich nicht. Also wahrscheinlich eher nicht so. Sind wir ehrlich. Na, das kann ich mir auch eingestehen, das ist für mich jetzt nicht schlimm. Naja, auf jeden Fall, die durften auf der Gamescom dann praktisch immer auch vor Live-Publikum oder auch auf der BlizzCon. Ne, das war ja praktisch eine Art eigene Convention. Sag mal, bist du jetzt heute nicht. Bist du heute nochmal auf den Schokobo oder was ist das hier? Guck mal, wie das blöd rumleckt hier. Was ist denn das? Wollt ihr mich verarschen? Lass mich doch auf das Vieh drauf. Weil ich habe keine Schokopie. Jetzt war der Ultraleck des Todes. Jetzt ist der Schokobo wieder woanders. Okay. Jetzt kann ich aber auch wieder aufsteigen. Ich verstehe nicht, warum das immer beim Schokobo so ist. Egal. Naja, auf jeden Fall, die saßen dann da praktisch immer vorne auf der Bühne und sind dann ihren Rechnern gehockt und haben dann praktisch das, was sie gespielt haben, wurde dann an die Leinwand projiziert. Bla 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 bla. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Form gibt es das in Asien zum Beispiel, aber auch bei League of Legends, auch in Europa teilweise und vor allem auch in Nordamerika, dass eben wirklich richtige Turniere veranstaltet werden. Ne? Da gibt es dann auch Weltmeisterschaften. Das ist dann wirklich sehr international. Da kommen sie dann wirklich von allen Nationen. Und ja, das ist halt in manchen Ländern echt populär und in Asien ist es halt ganz krass. Aber wie gesagt, mittlerweile in Europa findet das auch immer mehr Beliebtheit. Da werden ganze Hallen gefüllt, wie bei, was weiß ich, keine Ahnung, bei einem Boxkampf ist es vielleicht übertrieben. Solche Zahlen kommen wahrscheinlich nicht zustande, aber so, weiß ich nicht, so. Ah, wie kann ich das vergleichen von der Größe? Ich denke mal, so grob, die Größe eines Mini-Konzerts, würde ich mal sagen, wird auf jeden Fall erreicht. Also so ein paar tausend Leute vielleicht. Oder wenn es nur ein paar hundert sind, aber es sind auf jeden Fall immer die Hallen voll. Ich weiß ja nicht, welche Hallen für sowas verwendet werden. Also ich habe es mir jetzt auch noch nie. Ich selber verfolge das jetzt auch nicht so, das Weltgeschehen, was gerade hier das Pro-Gaming angeht und so weiter. Aber in Asien finde ich das ganz krass. Also nee, Nordkorea, ja genau, da ist eh der Hund begraben und der Kim Jong-un hoffentlich auch bald. Nee, in Südkorea ist es so, da wird beispielsweise jetzt League of Legends. Ne, was ja ein sehr populäres Strategiespiel ist eigentlich in dem Sinne. Ich spiele es halt, wie gesagt, auch zurzeit sehr gerne. Kann mir schon vorstellen, dass es da beliebt ist. Aber auch so Zeug wie StarCraft, was ja auch, also League of Legends, StarCraft, denke ich mal, sind die absoluten Top-Spiele, Vorreiter in Sachen, sag ich mal, Strategiespielen, auch im E-Sports-Bereich, also sprich im professionellen Gaming-Bereich, wo es dann wirklich um viel Kohle geht. Und solche Spiele, die werden dann teilweise wirklich bei Turnieren, die werden dann auch nicht nur vor Live-Publikum gespielt, sondern, und das finde ich echt der Hammer. Also ich finde das echt geil. Ne? So manch einer wird sich jetzt denken, Alter, wer guckt sich sowas an? Aber das wird im Fernsehen ausgestrahlt. Wie? Ich vergleiche es jetzt einfach mal ganz grob. Ich meine, wahrscheinlich auch nicht die Zahlen werden dann erreicht. Ich meine aber auch, dass. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Einwohner Südkorea hat, aber auf jeden Fall prozentual viel mehr Gamer und ja, Nerds, sage ich jetzt mal, vorsichtig gesagt, als in Deutschland. Alles wird da im Fernsehen ausgestrahlt und, sag ich mal, ist sehr populär. Jetzt mal ganz Larifari verglichen. In Deutschland hocken sie am Samstag. Ich übrigens auch, gebe ich ja zu. Ich bin ja absoluter Fußballfan. Das ist aber auch so das ziemlich das Einzige, was bei mir richtig Mainstream ist noch. Statt um 3:30 samstags vor der Glotze zu hocken und Bundesliga zu gucken, wenn man den Sky hat, habe ich. Ich habe noch nie was davon, weil ich meistens arbeiten muss, wenn Bundesliga kommt. Das ist so deprimierend. Ne? Mein Vater guckt Bundesliga und ich bezahle, aber ist okay. Er zahlt das Internet. Von daher sind wir wieder quitt. Naja, egal, da will ich ja eigentlich gar nicht raus. Auch wenn ich von den Kollegen immer ausgelacht werde. Von wegen, und lohnt sich Sky, oder? Ich so, ach, leck mich am Arsch. Ja, auf jeden Fall. So wie bei uns Bundesliga geguckt wird, beispielsweise am Samstagnachmittag, so hocken die in Südkorea beispielsweise und auch in Japan ist es sehr populär. China ist es auch im Kommen.
China ist ja in jederlei Hinsicht ein sehr groß wachsender oder stark wachsender Markt. Auch beim Gaming wird immer mehr expandiert nach China. Wird dann praktisch E-Sports geguckt, ne? Also da laufen dann, was weiß ich, die aktuellen Turniere, League of Legends, StarCraft und was es sonst noch so alles gibt. Und das gucken die. Ne? Die Quoten sollen gar nicht so schlecht sein. Das ist da wirklich sehr, sehr populär. Ich glaube nicht, dass wir das in Deutschland jemals auf die Reihe kriegen, dass irgendein Sender sowas überträgt. Zumindest keiner, der jetzt, sage ich mal, öffentlich zugänglich ist. Keine Ahnung, ein normaler, ich sag mal, ein normaler Kabelsender in Anführungsstrichen. Ne? Kann schon sein, dass Pay-TV irgendwann mal sowas reinbringt. Keine Ahnung, in Verbindung mit dem Sky-Abo oder sowas. Keine Ahnung, Games Channel, Esports Channel, Esports International, was weiß ich, wie man den nennen könnte. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass es bei uns wirklich Anschluss finden wird, aber wie gesagt, es gibt Länder, da ist, die haben wirklich eine sehr gesunde Einstellung zum Zocken und das finde ich ehrlich gesagt richtig geil. Ich bewundere die Länder. Also auch diese offene Einstellung eigentlich. Ja, also ich finde ja generell, die Asiaten sind sehr, sehr cool drauf. Sind sehr freundliche Leute. Ich habe ja auch beruflich recht viel mit denen zu tun. Und das sind mal neben den. Ja, neben den, also die Asiaten auf alle Fälle und die Schwarzen mag ich eigentlich auch ganz gerne. Das sind auch ganz, ganz freundliche Leute. Sehr dankbar auch immer, ne, höflich und ja. Aber wie gesagt, die Asiaten, das ist halt immer besonders auffällig. Man lacht immer, wenn dann so kleine Reisegruppen oder auch große Reisegruppen hier vorbeitingeln und hier gefühlt jeden Kieselstein fotografieren. Aber ich finde das cool. Dieses Interesse, was die zeigen, auch an anderen Kulturen, obwohl sie ja selber eigentlich auch so eine coole Kultur haben. Ne, gerade hier die alten Geschichten, was weiß ich hier, Kaiserreich, japanisches Kaiserreich und was weiß ich, bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Gut, okay, die waren dann wahrscheinlich, irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, die sind auf der falschen Seite. Weil die ja, naja, ich weiß jetzt nicht, ob man es Verbündete nennen kann, aber sie haben nun mal auch zusammen mit den Nazis gegen die Amis gekämpft und ja, es war halt, ja, ich denke mal, dass die auch viel dazugelernt haben in der Zeit. Aber ne, es ist ein sehr weltoffenes Volk und deswegen bewundere ich die Leute und eben auch gerade deswegen, weil die eben so eine richtig geile Einstellung haben zum Gaming. Wollte ich euch nur mal mitteilen, es gibt, falls es jemand nicht wusste, ja, zum Beispiel in Südkorea und in Japan wird League of Legends und StarCraft und andere Games wird da praktisch ausgestrahlt im Turnierformat. Geht's auch um richtig viel Kohle. Ne, kannst du da echt was drauf einbilden. Die üben dann auch wirklich, weiß ich nicht, so wie ein Fußballspieler jeden Tag ein paar Stunden trainiert. Trainieren die auch, die machen ihre Trainingsspiele, testen alle möglichen Situationen aus und gehen das Ganze natürlich viel verbissener und noch professioneller an als es jeder von uns wahrscheinlich jemals tun könnte. Ich meine, ich bin auch, gerade bei WoW war ich eine Weile lang wirklich voll drin, ne? Hier total versessen drauf, möglichst alles, keine Ahnung, die richtige Sequenz der Zauber, das Timing abstimmen und alles Mögliche und welche Attribute muss ich fördern, um das und das zu erreichen und so, war ich schon auch so drin, aber die sind halt noch krasser. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber bei StarCraft beispielsweise, aber auch bei WoW, du hast eigentlich sofort gemerkt, wenn du gegen Asiaten gespielt hast, da dass du, oh, scheiße. Jetzt kannst du wahrscheinlich gleich aufgeben, weil das eh keine Chance. Also das ist echt heftig. Die spielen wie Maschinen teilweise. Ne, die haben Automatismen, die einstudieren und das ist wirklich, die spielen immer nach demselben Schema und die entwickeln halt ihre eigenen Systeme, wie sie an Spiele rangehen und das ist größtenteils perfekt, was die machen. Sicherlich ist dann wieder auf der einen Seite vielleicht langweilig, aber ich bewundere das, dass manche solche Spiele, die jeder von uns vielleicht sogar spielt, so perfektionieren können und das dann eben auch so, sag ich mal, die Begeisterung so rüberbringen können, dass es selbst im Fernsehen ausgestrahlt wird. Also, ja, ich finde das total cool. Und deswegen, ich will unbedingt mal nach Asien. Klar, in die USA will ich auch mal. Also mein weitestes Reiseziel, ich muss da echt, also ich bin da echt sehr, sehr, naja, mein Horizont ist in der Hinsicht noch sehr limitiert. Ich glaube, mein weitestes Ziel, wo ich hin war, ich weiß jetzt nicht. Müsste ich jetzt überlegen, was weiter weg ist. Wahrscheinlich ist Budapest weiter weg als Marseille.
Aber das waren so meine beiden weitesten Reiseziele. Auch alle mit dem Auto zurückgelegt. Ich bin tatsächlich noch nie in einem Flieger gesessen, was auch sehr, naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich das jemals tun werde. Wahrscheinlich werde ich irgendwann nicht mehr drum rumkommen. Spätestens, wenn ich doch mal in die USA oder nach Asien will. Ich glaube, Auto ist da keine gute Option. Naja, egal. Aber es gibt halt viele, viele Dinge, die ich an den Leuten bewundere und deswegen will ich unbedingt mal hingehen und halt mal die so, sag ich mal, das klingt jetzt wieder wie bei Viechern, aber in ihrer natürlichen Umgebung sehen. Wow, apropos natürliche Umgebung, das ist etwas unnatürlich, was wir hier gerade machen. Gleich wieder raushoppeln. So. So, heute haben wir effektiv eigentlich gar nichts gemacht, außer ein bisschen geredet, aber ich wollte ja auch erstmal wieder so ein bisschen in die Richtung gehen, weil ich denke, dass hier noch einiges an Flächen frei ist, vielleicht, wo man dann eventuell sogar was findet. In Form von Redwood, in Form von tollen Dungeons, vielleicht findet man noch ein Labyrinth mit Minotauren, ich weiß es nicht. Für heute war es es aber, wie gesagt, heute ein bisschen kürzer, arg viel kürzer wird es aber auch nicht, sehe ich gerade. Verdammt! Naja, das war's. Ich wollte euch das nur mal so ein bisschen mitteilen, keine Ahnung, vielleicht hat es euch interessiert, vielleicht auch nicht. Ich finde das Thema übelst geil, weil das ist halt so für uns so ungreifbar, unfassbar eigentlich, dass, sag ich mal, Spiele, Wettkämpfe im Fernsehen ausgestrahlt werden. Ich finde das so geil und ich feiere die Leute dafür. Ich finde das richtig, richtig cool und deswegen, ja, keine Ahnung, ob wir irgendwann mal auf diesem Niveau sind oder auf diesem Level oder auf diesem, naja, sag ich mal, Standpunkt, dass das so akzeptiert wird. Gut, dafür ist in Asien jetzt Fußball nicht so populär, wobei das da auch stark im Kommen ist, aber gerade so E-Sport Gaming, da sind die natürlich Welten, Universen voraus, sage ich euch. Lichtjahre sind das. Naja, egal. Genug gefaselt. Danke fürs Zusehen. Ende der Session auch. Jetzt reicht's dann langsam. Mein Mund ist schon ganz fusselig. Jetzt habe ich so viel erzählt die letzten Tage. Muss auch mal wieder ruhig sein. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Bis dahin habe ich bestimmt wieder neue Themen, wo ich mir dann hier die Zunge fast breche und keine Ahnung, innerlich austrockne. Aber für heute soll es das erstmal gewesen sein. In diesem Sinne. Dranbleiben, macht's gut und tschüss.